Ja, hallo ihr Lieben. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid beim zweiten Sortenbericht, also bei unserer neuen Folge. Und was möchte ich mit euch diesmal anschauen? Die Sorte hier. Ich wollte noch kurz ein paar Worte an euch richten. Und zwar wollte ich mich nochmal entschuldigen. Ich wollte mich eher bedanken für eure Kritik, die von dem einen oder anderen kam bei dem ersten Sortenbericht. Das ist für mich oder für uns auch immer ganz wichtig, dass wir ein bisschen so Rückmeldungen bekommen. Was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen? Und natürlich kommt es immer so rüber, wenn man irgendwie mal ein T-Shirt trägt oder so, dass man vielleicht bezahlt wird, wie auch immer. Vergesst aber bitte nicht, auch wir brauchen natürlich Leute, von denen wir bezahlt werden, ja, von wem auch immer. Aber irgendwelche Leute müssen uns leider bezahlen, weil ganz umsonst will man das ja hier auch nicht machen. Versteht ihr hoffentlich, und umso größer die Community ist und man mit Videobeiträgen was verdienen kann, umso mehr kann man natürlich auf sowas verzichten. Ich möchte aber auch dabei sagen, dass ich, egal ob ich bezahlt werde oder nicht, mir meine eigene Meinung niemals nehmen lasse. Und das ist, finde ich, das Wichtigste dabei. Okay, aber übrigens, ich bin auch nicht so gut rasiert. Das ist mein Demonstrationsbart. Ich dachte mir, ich höre jetzt mal auf, bis die legalisiert haben. Das kann ja nicht so lange dauern. Also höchstens, dass ich mal so einen Bart kriege. Ja. Okay, jetzt zum Sortenbericht. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß hier mit der Sorte MAC 1 Plus. Viel Spaß. So, und jetzt schauen wir uns das mal an. Riecht schon mal sehr interessant. Und ich will mit euch jetzt mal die Sorte MAC 1 Plus unter die Lupe nehmen. Für mich war die Sorte sehr interessant und deshalb möchte ich sie euch auch jetzt mal vorstellen. Ja, MAC 1 Plus ist eine Kreuzung von Alien Cookies und Kombien mit Starfighter und wurde importiert von der Firma Cantourage. Nach unserer Recherche ist es Ursprungsland Kanada. MAC bedeutet übrigens nicht Macintosh, sondern Miracle Alien Cookies. Es ist übrigens ein Hybrid MAC 1 Plus und hat circa den gleichen Sativa- und Indica-Anteil, also 50-50. Das Aroma ist eher so eine Mischung aus saurem Diesel, Zitrus und Blumen- oder Kräuterduft. Ich kann es gar nicht so genau sagen. Ich sage euch da aber auch noch ein bisschen mehr gleich zu mit dem Terpenprofil, aber so in die Richtung geht es auf jeden Fall. Es riecht aber jetzt nicht ganz so intensiv und das liegt aber daran, dass die Blüten etwas trocken sind. So, kommen wir nun zum Aussehen. Wie ihr seht, hat es sehr kompakte, dichte Buds mit einer, würde ich sagen, hohen Trichomdichte, also sehr harzig. Ja, leider ist es bei dieser sehr trocken und deshalb ist also das Klebrige nicht vorhanden. Man sieht das Harz also eigentlich nur auf dem Bild, fühlt es aber nicht. Selbst wenn man die Blüte bricht, merkt man, es ist wohl gefriergetrocknet oder wie auch immer das so entsteht. Ja, leider wurden unsere Testblüten nach dem Grind zu Pulver und deshalb ist es auch nicht so ergiebig. Naja, trotzdem liegt der THC-Gehalt bei 25%. Bei unserer Apotheke liegt der Preis so bei 20,55 Euro. Ich muss aber dabei sagen, dass natürlich das bei den Apotheken unterschiedlich ist mit den Preisen. Aber die MAC 1 Plus liegt schon im höheren Bereich, also unter 18, 19 Euro werdet ihr die nicht finden. Es gibt natürlich auch noch Unterschiede, es gibt noch das normale MAC 1, da muss man auch noch ein bisschen unterscheiden. Zur Wirkung, es ist eher sehr stark sedierend, würde ich sagen, auch im Kopf, aber trotzdem auch im Kopf aktivierend. Also man kann schon noch denken und es ist jetzt nicht, man ist nicht völlig weggetreten, aber es ist schon sehr drückend. Vor allen Dingen auf der Lunge merkt man das, dass es also auch ein sehr starkes Gras ist, dass man wirklich erstmal nach dem ersten Zug ein bisschen gucken muss, dass man Luft bekommt. Also MAC 1 Plus ist möglicherweise nicht die richtige Sorte für neue Patienten. Also wenn einer gerade anfängt,
Sorten zu testen, sollte er nicht unbedingt diese Sorte nehmen. Ja, ich glaube, selbst erfahrene Kiffer können nach einigen Zügen schon einen leichten Schwindel merken. Also kein Schwindel, also kein Betrug, also ihr wisst schon, was ich meine. Okay, dann geht's nun zum Terpenprofil. Das dominierendste Terpen mit 41,6% ist übrigens das Limon, das zu den Zitrusnoten beiträgt. Das Linalool ist eher mit 13,4% für die blumige Note zuständig. Und das Cariophyllen hat einen Anteil von 12,4%. Das ist eher so für den würzig-pfeffigen Teil zuständig. Ja, und zu guter Letzt noch die Pinene mit 14,9% für so eine leicht erdige bzw. auch diese Note sind die verantwortlich. Zusammenfassung nochmal hier von der MAC 1 Plus. Sie ist also eine sehr ausgewogene Sorte mit 50% Indica und 50% Sativa, also ein Hybrid. Mit einem THC-Gehalt von bis zu 25% und einem CBD-Gehalt von bis zu 1%. Limonterpen ist sehr dominant bei dieser Sorte, hat aber auch einen Diesel-, Zitrus- und blumigen bzw. erdigen Geruch, auch als Kräuterdüfte bekannt. Ja, der Preis liegt um die 20 Euro je nach Apotheke und ist eher eine stärkere Sorte. Ja, alles in allem ist es also eine sehr starke Sorte, wie ich finde. Kann ich auch nach dem ersten Hütchen direkt bestätigen, obwohl man gute Sorten eigentlich eher im Joint testen sollte, finde ich. Aber ich halte sie für tagsüber fast für zu stark. Obwohl auch ich unter starken Schmerzen leide, merkt man doch, dass es einen tagsüber sehr drückt. Abends allerdings top, zumindest von der Stärke her. Wenn ich mir dann wieder das Preis-Leistungs-Verhältnis anschaue, ich weiß auch nicht, ich finde es ein bisschen traurig im Vergleich. Also wenn ich jetzt überlege, ich kriege andere gute Sorten, ihr wisst vielleicht noch den Preis von letztem Mal, und wenn das dann fast ins Doppelte geht, dann frage ich mich, womit ist das gerechtfertigt? Ja, es ist ein Hybrid, also der jetzt auch nicht unbedingt länger beim Anbau braucht. Von daher finde ich das Preis-Leistungs-Verhältnis eher schwach. Auch die Qualität der Blüten ist jetzt nicht so, wie man es dann fürs Doppelte erwarten sollte. Es ist eher sehr trocken und ich habe es ja eh gesehen, wie das eigentlich in Staub verfällt. Ja. Und dann hat man einfach auch wenig davon. Ja. Und das hat mich persönlich geärgert, dass wenn ich schon eine teure Sorte habe, dann auch noch man wenig davon hat. Ja. Also was der Sorte auf jeden Fall positiv zugutekommt, hohe Konzentration an THC, die wirklich gut zur Schmerzbewältigung anzuwenden ist oder die man dafür gut benutzen kann. Ja. In diesem Sinne hoffe ich, euch hat dieser Sortenbericht auch wieder gefallen und ich lese eure Kommentare unter diesem Video. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Übrigens stelle ich die Sorte Creamy Keys vor, auch sehr interessant und freut euch schon darauf. Bis dahin, alles Liebe, bleibt gesund. We'll be right back.